Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch gemeinsam angucken, was für neue Inhalte wir durch das kostenlose Update 3 für das Spiel bekommen werden. Wie der Name kostenlos schon sagt, die Inhalte, die ich euch jetzt zeigen werde, die sind für jeden Spieler, der das Spiel besitzt. Dafür braucht ihr nicht das Dominion Biosyn DLC. Also die kriegt jeder dann auch freigeschaltet, auch wenn ihr das DLC nicht gekauft habt. Und wir fangen jetzt hier direkt mal mit dem ersten Inhalt an, der ist nämlich im Hauptmenü zu finden. Nämlich beim Herausforderungsmodus. Da seht ihr, die Zahl ist schon auf 50%. Denn hier gibt es neue Karten, die man auswählen kann für den Herausforderungsmodus. Das sind die Chaos-Theorie-Karten. Einmal Isla Nublar, 1993 ist das hier. San Diego, Isla Sorna und dann nochmal Isla Nublar 2015 und 2018, glaube ich. Ich hoffe, die Daten waren jetzt richtig, aber ja, ihr seht ja, welche Karten das sind. Ist natürlich ganz cool, jetzt haben wir die doppelte Anzahl an Maps hier als Auswahl. Aber zum Freischalten ist hier nichts oder sowas. Also hier gab es ja dann wirklich Skins, die man freischalten konnte. Das hier sind halt lediglich dann neue Herausforderungen. Finde ich aber nicht schlecht. Ist eine coole Sache. Wundert euch übrigens nicht, dass hier zum Beispiel die Kampagne auf 50% ist und der Chaos-Theorie-Modus auf 83%. Das liegt natürlich an dem Dominion-DLC, weil dadurch kommt eine neue Kampagne rein und auch ein neues Chaos-Theorie-Level. Und dann bekommen wir auch eine neue Funktion, um Dinosaurier zu transportieren, nämlich das sogenannte Dinosaur Wrangling. Das können wir im Jeep hier machen. Da seht ihr jetzt auch schon oben links, da sind jetzt neue Auswahlmöglichkeiten. Fernglas, Signalpistole und Schicken anfordern und nochmal anfordern. Die gehen wir jetzt einmal gleich durch. Also Fernglas und Signalpistole gab es natürlich vorher schon. Und jetzt seht ihr das, wenn ich auf Schicken gehe, habe ich hier so einen Radius. Den kann ich auch vergrößern und verkleinern. Und damit kann ich jetzt verschiedene Dinosaurier in bestimmte Richtungen schicken. Also ihr seht die jetzt ja markiert, wenn die in dem Radius sind. Die haben dann so einen weißen Rahmen. Jetzt kann ich die mit der linken Maustaste dorthin pfeifen. Das heißt, ich kann jetzt eine Herde transportieren, ohne diese zu betäuben. Ihr seht übrigens da vorne die Markierung, wo die jetzt hingehen sollen. Diese weiße Markierung. Ich versuche jetzt mal in das nächste Gehege direkt zu zielen. Genau. Da werden auch die Tore so hellblau markiert und die öffnen sich dann auch automatisch. Das heißt, ich kann jetzt hier die Torosaurus-Herde ganz ohne Probleme dorthin schicken in das Gehege. Ich finde das eine sehr, sehr nette neue Funktion. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist jetzt auch das erste Mal gewesen, dass ich das gemacht habe. Ist vorher nicht getestet oder so. Also das ist echt nicht so schwierig. So, wir gehen jetzt mal in Anfordern. Anfordern ist nämlich, die Dinosaurier zu sich pfeifen. Da gibt es auch so einen Kegel. Da kann man dann auf längere Distanz zielen, aber dafür ein bisschen schmaler. Hier kann man natürlich auch die Größe unterscheiden. Versuchen wir jetzt hier auch mal alle anzuaimen. Jetzt haben wir sie. Und jetzt pfeifen wir sie mal her. Mal gucken, ob sie kommen. Ja, das sieht doch super aus. Also das funktioniert echt richtig gut. Und jetzt können wir natürlich auch wieder... Ach, das ist ein Kreis. Oh, das ist gar kein Kegel. Also hier ist einfach ein Kreis. Natürlich auch praktisch. Da kann man auch den Radius einstellen. Also mit der Anfordern-Funktion kann man den halt zu sich pfeifen dann, die Tiere. Ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt verfolgen. Sehen wir es mal aus. Man könnte ja rein theoretisch die dann auch so mitnehmen. Wenn wir jetzt weiterfahren und immer regelmäßig pfeifen, dass sie zu uns kommen. Okay, aus dem Gehege laufen die aber dann nicht raus. Das heißt, ich muss sie dann doch schicken. Also wenn ich sie dann wieder rüber schicken wollen würde, müsste ich jetzt einmal die zusammenpfeifen am besten. Dann wende ich wahrscheinlich einmal. Da gehe ich am besten mal nochmal in die andere Sicht. Wartet mal, so. Genau, und jetzt gehe ich auf Schicken. Dann habe ich auch wieder diese weiße Markierung. Und kann die easy in das nächste Gehege wieder schicken. Es funktioniert wirklich richtig gut. Die machen genau das, was ich will. Und schon sind sie in dem Gehege, wo ich sie haben möchte. Außerdem gibt es auch noch Änderungen bei den Jurassic Touren. Denn dort hat man jetzt noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Hier kann man jetzt den Abstand pro Fahrzeug einstellen.
stellen das mal einfach ganz niedrig auf 50 Meter. Und da müsste sich eigentlich auch die Anzahl der Fahrzeuge dementsprechend erhöhen, weil die halt dann schneller losfahren. Also das heißt, damit kann man auch so ein bisschen regulieren, wie viele Trucks dann dort unterwegs sind. Jetzt bei 50 Metern sind es natürlich sehr, sehr viele. Ihr seht ja, wie schnell die herausgeschossen kommen. Und man kann jetzt auch, wenn man in dieser Tour ist, ich nehme einfach mal teil. Gehe mal kurz nach hinten. Man müsste nämlich hier jetzt auch ein Fernglas benutzen können. Zumindest stand das in dem Text. Vielleicht geht es auch nur, wenn man selber fährt. Das finden wir jetzt mal schnell raus. Ist ja auch interessant. Also ein Fernglas habe ich jetzt zu dieser Tour nicht gefunden. Aber im Forum steht, dass zu jeder Tour ein Fernglas hinzugefügt wurde, um den Sichtradius zu erhöhen. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur dieser Radius ist, der dadurch erhöht wird. Aber ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass man dann wirklich auch, wenn man dort drin sitzt, ranzoomen kann. Das wäre ganz cool gewesen. Vielleicht liegt es aber auch an meiner Vorabversion, dass es noch nicht drin ist. Schreibt es gerne mal rein. Also das müssen wir dann gemeinsam rausfinden. Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel nur gefunden, diese Funktion mit der Markierung umschalten. Also wenn ich R drücke, dann kann man Dinosaurier sehen. Aber ich kann leider nicht ranzoomen oder sowas. Zumindest in dieser Tour nicht. In der Jurassic Park Tour geht's. Aber da ging es, glaube ich, auch schon immer, oder? Bin mir gar nicht ganz sicher. Aber hier kann ich zum Beispiel mit F in den Fotomodus wechseln. Und dann kann ich damit auch ranzoomen. Sowas hätte ich mir halt auch für alle anderen Touren gewünscht. Aber gut, man kann nicht alles haben. Hier gibt es ja auch sogar Nachtsicht in der Tour. Wäre auch cool, wenn es das für alle geben würde. Aber gehen wir mal auf noch weitere Funktionen ein. Man kann jetzt nämlich verschiedene Tourgebäude verbinden und damit auch eine Transportmöglichkeit für die Besucher schaffen. Das heißt, die Besucher steigen hier ein, fahren dann ein Stückchen mit der Tour, spur mal vor, bis hier vorne zum nächsten Gebäude und können dann hier aussteigen. Das heißt, man kann jetzt auch mit diesen Jurassic Park Touren in verschiedene Parkbereiche die Besucher ja, schicken und das als Transportmöglichkeit halt benutzen. Sehr, sehr praktisch, geht übrigens mit allen Jurassic Touren, also nicht nur mit dieser Truck-Tour, sondern auch mit der, die wir gerade benutzt haben. Oder auch einer neuen, die ich euch gleich noch zeigen werde. Das muss übrigens immer ein Rundlauf sein. Also die Strecke muss trotzdem wieder hier hinten ankommen. Das ist nicht wie bei der Einschienbahn. Da kann man ja auch hier eine Station machen, hier und dann nur so eine gerade Strecke. Aber das funktioniert hier halt nicht, weil die Jeeps oder die Fahrzeuge immer nur in eine Richtung fahren. Und die müssen ja irgendwie wieder hier ankommen. Bei der Einschienbahn kann sie auch hin und her fahren, links und rechts. Das geht hier natürlich nicht. Deswegen muss es immer ein Rundlauf sozusagen sein. Aber jetzt kommen wir mal noch zu dem neuen Jurassic Tour Gebäude. Denn es gibt jetzt auch für diese Ära hier eine Jurassic Tour. Führung heißt sie einfach nur, okay. Gebäude sieht so aus. Hatten wir halt noch nicht. Und damit es auch vollständig ist, wurde es halt ins Spiel eingefügt. Finde ich sehr, sehr gut. Machen wir auch mal jetzt einfach. Wir können eigentlich mal was testen. Warte mal. Ich glaube nicht, dass es geht, aber wir machen es jetzt einfach mal. Ob man verschiedene Touren miteinander kombinieren kann? Nee. Hätte auch keinen Sinn gemacht. Aber testen kann man es ja mal. So, das ist auf jeden Fall die neue Tour. Verbinden wir mal. Und dort sind auch die... Oh, was passiert denn hier? Auf jeden Fall die Trucks. In einem etwas anderen Design sogar. Da ist dann auch dieses Fish and Wildlife Service Department of the Interior. DFG hier ist, glaube ich, diese Organisation, ne? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Na, die sehen schon anders aus. Aber jetzt auch nicht so extrem anders. Aber ist doch cool, dass wir jetzt auch für diese Ära halt eine Tour bekommen haben. Neben der neuen Möglichkeit, Dinosaurier direkt ohne Betäuben mit dem Jeep halt irgendwo hinzubringen, gibt es jetzt auch noch eine Verbesserung hier bei dem Transporttool. Denn wenn man jetzt mehrere Dinosaurier betäubt hat, kann man hier den Mehrfach-Auswahlmodus benutzen. Kann man auch C drücken. Und dann kann man hier mehrere Dinosaurier markieren. Seht ihr zum Beispiel Torosaurus mal 3. Und wenn ich jetzt C drücke, kann ich diese direkt platzieren. Alle 3. Was super praktisch ist, wenn man zum Beispiel hier ein Gehege hat und hier hinten. Und dann muss man halt früher mal markieren, rüberfliegen, platzieren. Markieren, rüberfliegen, platzieren.
Und jetzt kann man halt mehrere markieren, einmal rüberfliegen und dann alle platzieren. Macht es auf jeden Fall viel, viel angenehmer, diese Transportsachen. Und damit ihr seht, dass das Ganze auch einwandfrei funktioniert, seht ihr hier auch noch das Ergebnis, wie sie landen. Außerdem kann man im Sandkastenmodus jetzt mehrere Operationsgebäude machen, also die gleichen. Zum Beispiel hier den Ankunftsort, den konnte man nämlich vorher nur einmal platzieren. Jetzt kann ich davon auch mehrere im Park haben. Da wurde nämlich die Begrenzung aufgehoben. Wenn ich zum Beispiel auch drei Ankunftsorte haben, wo dann Besucher in den Park kommen können. Gilt übrigens nicht nur für den Ankunftsort, also da gibt es noch ein paar mehr. Habe ich jetzt nur mal als Beispiel genommen, weil das so mit das Praktische ist, meiner Meinung nach. Aber das Ganze ist zum Beispiel auch für Kontrollzentren, also für diese Dinger, Kontrollzentrum. Oder für Innovationszentren, die kennt ihr auch, da kann man auch immer nur eins von machen. Und ja, Forschungszentrum und. Also findet es einfach raus. Es gibt auf jeden Fall keine Begrenzung mehr, man kann jetzt jedes Gebäude mehrfach im Park haben. Und im Groben und Ganzen war es das jetzt. Es werden zum Release, also morgen am 14. auch noch ein paar mehr Quality of Life Changes in den Patch Notes bekannt gegeben. Welche das sind, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, aber das sind halt alles so ein paar Kleinigkeiten, die das Spielen angenehmer machen. Aber die wichtigsten Sachen habe ich euch jetzt hier in diesem Video gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.